keep entering this space. Keep entering this space. Pierre Stutz, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, über Filme ein Buch zu schreiben? Ich habe als Jugendlicher das Kino entdeckt. Also mit 15 habe ich diese Leidenschaft für die Filme entdeckt. Und seither gehe ich eigentlich so 2-3 Mal pro Monat ins Kino. Und ich sehe da halt ganz viele Verbindungen auch zu das, was ich in Büchern entdecke, was ich auch in meinen Büchern entfalte. Ich nenne das so eine spirituelle Spur. Nun ist es so, dass es insgesamt 50 Filmmomente sind, die Sie im Buch verwenden. Muss man denn die ganzen Filme gesehen haben, um Ihr Buch zu verstehen? Nein, auf keinen Fall. Oder für mich sind das ja Lebensgeschichten. Es sind 50 kleine Momente, ich erzähle die im Buch, so wie ich Ihnen jetzt eine kleine Geschichte erzählen würde. Irgendetwas, was mir passiert ist am Bahnhof, vor ein paar Minuten, und das erzähle ich. So erzähle ich auch diese Filmmomente. Man muss den Film nicht gesehen haben, sondern für mich sind das alles Befreiungsgeschichten, und es sind eben junge Menschen kommen in den Filmen vor, dann bis Open End 80-Jährige, und der rote Faden geht immer wieder durch in diesen 50 Filmmomenten: geh hinein in deine Kraft. Verlier die Angst vor deiner Größe, ohne größenwahnsinnig zu werden. Mach was aus deinem Leben. Ich mache immer wieder Mut, gehe von den eigenen Erfahrungen aus. Und indem ich eben 50 Filmerfahrungen erzähle, ganz normale Menschen, die irgendwo im Leben eben angerührt sind, hoffe ich, dass ich eben auch Menschen in verschiedenen Generationen Mut machen kann, dass sie dem eigenen trauen. Und für mich wäre natürlich das Schönste, wenn Menschen sagen würden: ah, vielleicht bin ich doch spirituell. Ah, vielleicht ist das gar nicht so kompliziert. Ah, vielleicht muss ich dann gar nicht so krampfhaft fromm sein, sondern es geht darum, achtsam mit mir umzugehen, achtsam mit den anderen umzugehen, achtsam mit der Schöpfung umzugehen und darin eine göttliche Spur zu entdecken. So eine der berührendsten Szenen auch vom letzten Jahr zum Thema nicht in der Opferrolle stecken bleiben. Da wird in diesem Film Timbuktu, ein afrikanischer Film, wird da erzählt von diesem grausamen Einmarsch der Islamisten in Mali. Und dann darf nicht mehr gelacht werden auf den Straßen, es darf keine Musik mehr gemacht werden und es darf auch nicht mehr Fußball gespielt werden. Und was machen diese Kids? Die spielen Fußball ohne Ball. Eine Minute lang sieht man das. Also eine geniale Szene, wo für mich ein zentrales Lebensthema zum Ausdruck kommt. Hallo, lass dich nicht runterkriegen. Verbünde dich mit anderen und es gibt immer noch wieder eine Tür, die sich öffnet. Das sind so sehr aktuelle Szenen, die für mich eben also total identisch sind mit dem, was ich im Buch auch beschreiben möchte. Keep entering this space. Keep entering this space where my heart is gonna be free, where my heart is gonna be free, where my heart.